Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Unsere Gäste heute sind David Zerbe und Christopher Plonski, die Geschäftsführer der Usactly GmbH. Mit ihnen sprechen wir über die Grundlagen von Design Thinking. David, Chris, schön euch wiederzusehen. Wir hatten bereits ein ganz spannendes Interview, wo es um User Experience geht. Und heute gehen wir da so ein bisschen einen anderen Ansatz bzw. tiefer rein und sprechen über Design Thinking. David, ihr setzt auf die Entwicklung von Plattformen, von Apps, von Interfaces und auch Webseiten im sogenannten Design Thinking. Was bedeutet das? Interessante Frage. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Im Großen und Ganzen ist es ein Prozess zur Ideenfindung und Problemlösung, wo du versuchst, möglichst viele Leute an Bord zu holen. Ich erkläre es immer ganz gerne wie ein Eisberg. Ich selbst habe meine Perspektive auf diesen Eisberg und könnte jetzt sagen, hey, ist doch cool, ich sehe den ganzen Eisberg. Aber in Wirklichkeit, ich weiß gar nicht, dass es ein Eisberg ist. Das ist wirklich nur einen ganz kleinen Teil. Und umso mehr Leute ich reinhole, also gerade das Projektteam, umso mehr Perspektiven habe ich auf diesen Eisberg. Und auf einmal erkenne ich, was da tatsächlich vor mir liegt. Und kann dann eben auch anfangen, wenn ich das Problem verstanden habe, beziehungsweise die Umstände, so langsam darauf Ideen zu generieren. Und darum geht es so ein bisschen, dass du out of the box denken kannst. Und das funktioniert im Gruppenszenario eigentlich so mit am besten, dass du wirklich jeden abholst. Und das hat man ja früher eher elfenbeintechnisch gehandelt. Du hattest so deinen Designer, deinen Rockstar. Ich selbst kenne es noch von Jung von Matt. Da wurdest du einfach, warst du am Pitch dabei, hast du dann deine Arbeiten bekommen, du sagst, okay, wir wollen irgendwie eine Webseite bauen, wir wollen eine Plattform für einen Kunden bauen und dann hast du abgearbeitet. Dann saßst du quasi so 2 Monate am Elfenbein, hast die ganze Zeit Konzepte vorbereitet, was passiert, wenn du wohin klickst und dann war es fertig. Ist nie zufriedenstellend gewesen, kleiner Spoiler. Und im Design Thinking versuchst du im Grunde genommen gemeinsam so auf Detektivarbeit zu gehen, durch konvergentes und divergentes Denken, also auseinandergerichtet und wieder zusammen. Wir hatten es ja beim letzten Mal schon gehabt, beim UX, wo du wirklich erstmal diese Masse auftauchst. Das kannst du dir so ein bisschen wie einen Filter vorstellen. Der ist oben erstmal, passt sehr viel rein. Das heißt, alles Mögliche ist erstmal relevant. Und dann nach unten hin vom Filter sortierst du immer weiter aus und versuchst zu konkretisieren. Und das ist im Grunde genommen genau das, was Design Thinking macht. Das heißt, wir stärken im Grunde eine Kommunikationskultur, wo ganz viel gesprochen wird und miteinander gespielt wird, um auf dessen Basis dann auch Ideen außerhalb der Box zu erarbeiten mit dem Kunden und mit den Projektteams. Vielleicht kannst du trotzdem noch ein bisschen genauer erklären, warum ist Design Thinking so eine beliebte Methode, um Ideen auch zu entwickeln? Das ist im Grunde Natur der Sache. Also es geht vor allem um die Problemlösung. Ich habe ein Problem und möchte es lösen. Und das Einfachste, was ich machen kann, ist innerhalb meiner Binnensicht zu sagen, das ist die Lösung. Das führt aber meistens dazu, dass ich irgendeine Lösung baue, die vielleicht gar nicht passt. Und mein Konkurrent hat aber Design Thinking angewandt und hat somit Lösungen gefunden außerhalb dieser Box. Das heißt, erweiterte Lösungen, die ihm viel, viel wertvoller sind. Die sind vielleicht günstiger umzusetzen, lukrativer für die Zielgruppe, lukrativer fürs Business. Und deswegen ist einfach dieser Prozess so beliebt, weil du dadurch auf Ideen kommst, wo du normalerweise gar nicht sehen würdest. Und das macht dann auch spannend. Und dann hast du ein bisschen Spaß, ein bisschen Teambuilding. Und das ist das, was viele Kunden bei uns auch sehr zu schätzen, dass sie genau das haben können. Und das quasi, das fühlt sich für die, wir hatten jetzt erst diese Woche den Workshop gehabt, einen Tag komplett durch und haben wir vom Ende des Tages vom Kunden ein Dankeschreiben bekommen, so etwas war mega cool, so viele Ideen, die wir gesammelt haben, so viel Wissen, das war uns alles noch gar nicht klar, dass das so ist bei uns. Das ist richtig cool, dass wir dadurch dieses ganze unkonkrete Wissen in konkretes Wissen verwandeln konnten. Das heißt, auf einmal war es nicht nur ein Meeting, wo jeder einfach nickt, haben wir verstanden, sehen wir auch so, sondern sie haben miteinander gespielt und dadurch den anderen auch verstanden. Und auch ihr eigenes Business. Und nicht nur immer so getan, als wenn sie es verstehen oder einfach die Zeit rumkriegen wollten. Und deswegen ist es einfach so beliebt, weil du das dadurch nochmal auflockerst und wie gesagt außerhalb deiner Box denkst. David, man merkt, wie leidenschaftlich du bei diesem Thema dabei bist. Deswegen musste ich auch schmunzeln. Das heißt, du siehst also Design Thinking auch nicht nur als Methode, sondern auch als Lebensweise. Wie meinst du das? Das hast du nämlich bei einem Vorgespräch uns erzählt. Stimmt. Ich persönlich höre immer mal von Leuten, ja, Design Thinking, wir machen Design Thinking. Man fragt so ein bisschen nach, ja, cool, ihr macht Design Thinking. Und wie äußert sich das? Ja, wir machen hier immer mal so einen Workshop. Ja, cool, das heißt, im ganzen Projekt macht ihr einen Workshop und dann macht ihr Design Thinking.
schon mal viel richtig gemacht. Aber tatsächlich geht es ja um diese Lebensphilosophie an sich, diese Lebensart. Das heißt, du willst ja Informationen frisch halten und nicht in irgendwelchen Dokumenten versauern lassen. Das heißt, du versuchst ja dieses gemeinsame Spielen auf deinen gesamten Arbeitsalltag zu übertragen, sodass dieses Projekt sich auf einmal gar nicht mehr nach Arbeit anfühlt, sondern gemeinsame Erkundungstour, wie bei so einer Safari. Und da ist natürlich viel, viel mehr Spaß dabei und bist dann noch effizienter, als es vielleicht bei einem einzigen Workshop gewesen wäre. Und das ist so das, was wir damit meinen. Chris, wenn man sich mit diesen ganzen Themen so ein bisschen beschäftigt, dann taucht der Begriff nachhaltige Kommunikation auch immer wieder auf. Was wird darunter verstanden? Zum einen, alles, was wir zusammenarbeiten, kann man wiederverwenden und auch immer wieder verwenden. Also wir sind im Endeffekt niemand, der ein fertiges Produkt liefert und das ist dann da und wird irgendwo in eine Kiste gelegt, sondern wir bauen die Zusammenarbeit mit dem Kunden so auf, dass er erstmal also das Wissen, das wir transferiert haben, weiter benutzen kann und auch im Unternehmen weiter benutzen kann und vor allen Dingen auch immer wieder darauf zurückgreifen kann. Also fängt schon an bei einem Miro-Board, was man zusammen, also ein virtuelles Whiteboard, was man zusammen entwickelt. Jeder weiß genau, wo lag was, wie kooperiert man mit welchen Dingen, die dort erarbeitet wurden. Und wir hören auch immer wieder von unseren Kunden so, hey, wir haben übrigens jetzt letztens nochmal auf dieses Board geguckt und haben das und das verwendet und die Technik angewendet. Und deswegen ist das, was wir erarbeiten mit dem Kunden, nachhaltig aus unserer Sicht. Und eine erfolgreiche Kollaboration bedeutet auch immer, dass ihr wirklich eng mit den Kunden zusammenarbeitet. Es gibt viele Abstimmungsprozesse. Wie viel Zeit kostet das im Alltagsgeschäft? Ich weiß, es kommt immer drauf an, aber vielleicht kannst du da trotzdem so einen Mittelwert uns einmal aufzeigen. Man sollte schon mindestens eine Stunde in der Woche Zeit haben für sowas, dass man das einplant und regelmäßig Zeit investiert dafür, damit auch so ein bisschen nicht dieser Anschluss verloren geht. Und dann kann man aber auch, it depends on, ich muss es leider nochmal sagen, du kannst es halt individuell an den Kunden anpassen und dafür sorgen, dass es immer funktioniert in einem Zusammenhang. Also man kann nicht sagen, ich habe es einmal gemacht, fertig, das funktioniert nicht. Aber man kann sagen, ich möchte gerne mehr Zeit investieren. Und im Endeffekt geht es halt durch die Zeit, die man mehr investiert, dann nach hinten raus auch schneller. David, ich würde gerne mit dir nochmal über das große Thema Nachhaltigkeit sprechen, denn es ist nicht nur wichtig in der Kommunikation in Unternehmen, sondern eben auch im ganzen Design Thinking Prozess. Kannst du uns da auch mal so ein klein wenig mehr erzählen, wie das in der Praxis abläuft? Genau, wir sollten, glaube ich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, mal darüber sprechen, was für uns Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit in diesem Kontext bedeutet. Nachhaltigkeit in diesem Kontext bedeutet jetzt nicht, dass wir ökologisch gesehen sehr nachhaltig sind, auch wenn das Sachen sind, die wir forciert angehen können, allein darüber, dass man darüber nachdenkt oder brainstormt, wie man Daten verwaltet. Denn am Ende des Tages, egal was du digital machst, du verbrauchst Strom. Und da gibt es einige Ansätze, aber darum geht es jetzt in diesem Fall nicht. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Hier geht es wirklich darum, dass die Informationen, die wir auch in die Kunden reintragen, nachhaltig sind. Das heißt, gerade in so einem Workshop geht es nicht nur darum, dass wir sehr viel Spaß haben und irgendwie zielführend von A nach B kommen. Es geht vor allem auch darum, das Wissen weiterzugeben. Also ein schönes Beispiel ist immer, gerade bei den größeren Kunden, da gehen wir rein, die haben meistens noch sehr altbackene Strukturen und die wissen auch gar nicht so richtig, was ist eigentlich dieses Agile, was ist dieses Design Thinking oder was ist UX, und lernen es dann aber mit uns quasi im Verlauf des Prozesses, sodass wir teilweise Entwickler haben, die vorher gar keine Ahnung hatten oder sich dachten, was ist denn dieses Design Thinking, ich bin doch kein Designer, was soll ich denn da habe ich ja gar nichts zu suchen. Musst ja auch gar nicht. Das ist genauso, als wenn du ein Kindergartenkind wärst. Genauso spielst du. Das heißt, du guckst dir Sachen erstmal an, versuchst sie zu begreifen und das lernst du dann mit der Zeit. Und auf einmal hast du da Entwickler sitzen, die auch ein Verständnis für den Nutzer aufbauen und Empathie mit dem Nutzer aufbauen. Und dann von sich aus schon sagen können, okay, das ist die richtige Richtung. Und das meinen wir mit Nachhaltigkeit. Das heißt, unser Wissen ist quasi nachhaltig auch in Schulung, ohne es zu merken, reingeflossen. So dass das Unternehmen auch jahrelang danach noch was von hat. Ich habe zum Beispiel auch immer noch bei der Staffbase teilweise Leute, die immer noch regelmäßig mit mir schreiben, einfach um fürs bisschen Coaching, ein bisschen Feedback, was können sie besser machen, was kann ich ihnen vorschlagen oder mit ihnen mal die Problemstellung mir angucke, und das ist dann für uns Nachhaltigkeit. Wo einfach das Gefühl haben, wir haben nicht nur dem Unternehmen geholfen, sondern auch dir als Einzelperson. Und das freut uns dann einfach riesig. Du hast gerade von den Workshops gesprochen, die ihr regelmäßig durchführt im Design Thinking. Wie genau laufen die ab, David?
Genau, da haben wir gerade schon mal so ein bisschen dieses konvergente, divergente Denken gehabt. Und die Workshops sind auch genauso aufgebaut. Das heißt, generell kommen wir erstmal zusammen, sammeln alles an Informationen und versuchen dann wieder weiter einzugrenzen, bis dann wieder diese Informationen verwertet werden. Entweder für einen weiteren Workshop oder noch im selben Workshop, kommt immer so ein bisschen auch auf die Energie der Teilnehmer an. Die ist deutlich weniger geworden, haben wir gemerkt. Okay. Noch vor 3 Jahren war es so, dass haben 8 Stunden mal 3, 4 gemacht, also wirklich 4 Tage am Stück, 8 Stunden, einen sogenannten Design-Sprint. Gar kein Problem. Heutzutage, dadurch, dass alle jetzt so am Hybrid-Arbeiten, an Remote auch gewöhnt sind, ist 4 Stunden in einem Raum sein schon sehr anstrengend. Deswegen wird die dann noch weiter aufteilen teilweise. Und genau, dann hast du eben so einen Workshop für Workshop, wo du dich durcharbeitest, bis du dann zur Problemlösung kommst. Und dabei ist aber das Ziel meistens offen. Das heißt, du hast eine Idee, was du machen möchtest, das Ergebnis steht aber noch nicht fest. Weil das würde ja ansonsten bedeuten, dass du in einem klassischen Projektmanagement wärst und vorher schon weißt, was du bauen willst, dann könntest du auch den ganzen Workshop-Kram sparen. Was wir machen wollen, ist, wir wollen es validieren und wir wollen die Gewissheit schärfen. Das heißt, dass ich weiß, dass das, was ich umbaue, tatsächlich auch überlebensfähig am Markt ist. Deswegen im Workshop bei uns kurz gefasst, das erste Mal Informationen sammeln, Informationen verarbeiten, also Informationen begreifbar machen und dann auch da wieder zu gucken auf Machbarkeit. Also welche von diesen Ideen sind tatsächlich machbar? Oder wie wir es bei unserer UX-Sitzung letztes Mal hatten, da nochmal zu gucken, selbst bei den verrückten Ideen, wie können wir sie trotzdem umsetzen? Vielleicht gibt es da doch noch ein paar Kniffe, die wir so ein bisschen außerhalb der Box denken. Und das ist so ein typischer Design Thinking Workshop. Sehr spannend. Design Thinking, das war unser großes Thema. David, vielen lieben Dank. Chris, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns wart. Und ich habe einiges gelernt und ich glaube, unsere Zuschauer auch. Dankeschön. Das freut mich. Danke. Danke auch.